Die Kunsthalle Rostock richtet dem Leipziger Künstler Erich Kissing vom 4. Februar bis 1. Mai 2018 eine große Werkschau aus. Unter dem Titel Erich Kissing und Kerstin, Maler und Modell, werden etwa 60 Gemälde von Erich Kissing gezeigt und damit nahezu sein gesamtes malerisches Werk. Ein zweiter Teil der Ausstellung thematisiert die Bedeutung des Leipziger Modells Kerstin für Kissing und eine Reihe weiterer Künstler, darunter Michael Triegel und Günter Rössler. Die Gemälde Erich Kissings sind nur selten öffentlich zugänglich. Die letzte große Einzelausstellung richtete 2010 das Panoramamuseum Bad Frankenhausen aus. Nun ergibt sich in der Kunsthalle Rostock die seltene Möglichkeit der Entdeckung dieses einzigartigen Werkes. Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Stadtarchiv Güstrow wieder an dem seit 2001 im zweijährigen Turnus regelmäßig durch den VDA, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. initiierten Tag der Archive. Ziel ist es, die Öffentlichkeit auf die Bedeutung der Arbeit der Archive hinzuweisen und punktuell Einblicke in die Bestände zu geben. Der diesjährige Tag der Archive steht unter dem Motto Demokratie und Bürgerrechte. Im Stadtarchiv Güstrow wird es deshalb eine Präsentation zum Thema der Stadt zum Nutz und Besten zur Entwicklung der städtischen Selbstverwaltung im Güstrow geben. Wobei die Entwicklung der städtischen Selbstverwaltung von ihren Anfängen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Fokus steht.